Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum aktuellen Newsflash. Ich hoffe, es geht euch gut. Das sind die Themen. WhatsApp kommt mit zwei neuen Funktionen. Und zwar soll es nun demnächst endlich möglich sein, dass man Nachrichten löscht, die bereits verschickt wurden. In der Beta ist es aktuell möglich, dass man Nachrichten, die vom Gegenüber noch nicht gelesen wurden, dass man die noch wieder löschen kann. Wenn die gelesen wurden, dann fällt aber diese Option auch flach. Man kann auf die Blase, also auf die Sprechblase, lange drücken und hat da nicht nur die Möglichkeit zu löschen, sondern tatsächlich diese Nachricht auch unsichtbar zu machen. Die Funktion wurde schon länger angekündigt, aber jetzt wurde die Funktion halt nicht nur von WhatsApp angekündigt, sondern tatsächlich in der Beta schon gesichtet. Und man rechnet damit, dass zumindest für iOS die Funktion demnächst auf dem Handy sein wird. Bei Android gibt es noch keine Zeitangabe, das heißt, wir müssen da wohl noch etwas warten, aber sie kommt. Freunde, sie kommt. WhatsApp kommt noch mit einer zweiten Funktion, und zwar ist es demnächst möglich, dass ihr euren Freunden live mitteilt, wo ihr euch gerade befindet. Also ihr könnt dann einen Link freigeben, wo eure Freunde sehen können, aha, da läuft er gerade lang, da kann ich ihn treffen. Und die Funktion finde ich ziemlich cool. Facebook und Google Maps haben diese Funktion übrigens auch schon, also Facebook im Messenger und Google Maps halt in der Google Maps App. Ihr könnt dort einen Link teilen. Jeder, der diesen Link hat, kann euren Standort sehen, und ihr könnt diesen Link dann den Personen geben, die wissen sollen, wo ihr seid. Der Link ist so kryptisch geschrieben, dass den keiner erraten kann, deswegen ist man da schon recht sicher auf jeden Fall, und man kann diesen Link dann auch zur Not löschen, wenn man die Person nicht mehr sagen möchte, wo man ist. Und ihr könnt den Link auch gleich begrenzen auf irgendwie 3 Stunden zum Beispiel. Das ist halt sehr genial, wenn ihr auf einem Konzert seid oder wie hier jetzt auf unserem Jahrmarkt seid und ihr wollt euren Freunden mitteilen, wo ihr gerade seid. Vielleicht, dass jemand irgendwie nachkommt und halt wissen möchte, wo ist die Gruppe gerade. Dann teilt ihr alle eure Standorte und dann kann er direkt auf dem Handy sehen, jo, da ist die Gruppe gerade, da gehe ich hin. Im Grunde ist es ganz cool, wenn man sich irgendwie treffen möchte. Es ist natürlich spooky, wenn man inkognito sein will. Dann sollte man die Funktion vielleicht ausschalten. Der Technik-Leaker Evan Blass hat auf seinem Twitter-Account Neuigkeiten zu dem HTC verkünden lassen. Er hat halt erfahren, dass das neue HTC wohl nicht nur HTC 11 heißt, sondern HTC U 11. Also es soll nahtlos deswegen auch quasi in die U-Familie dazugehören, wie zum Beispiel das Uplay. Und 11 soll es trotzdem heißen, weil halt die letzten Geräte, die letzten Flaggschiffe immer die Zahlen hatten, und 9, 10 hatten wir jetzt zuletzt, deswegen natürlich folgerichtig 11 als nächstes, aber HTC möchte halt signalisieren mit dem Namen, dass es eine Brücke, dass sie eine Brücke bauen wollen zwischen der U-Familie und der Flaggschiff-Familie, und deswegen heißt es HTC U 11. Noch ein Fun-Fact dazu, dass der blumige Name quasi so wie bei Android, dass Android 7 ja Nougat heißt, so heißt bei HTC das 11. Modell jetzt Ocean, und da haben halt schon einige böse getwittert. Man könnte es ja im Grunde auch HTC Oceans 11 nennen, weil der Name Ocean ist und halt 11. Modell, Oceans 11. Aber HTC hat da nichts zu kommentiert und nennt es, wie gesagt, U11, um diese Brücke zu bauen zwischen den beiden Familien. Die Informationen möchte dieser Evan Blass aus Dokumenten bekommen haben, die wohl zwischen den Produktionsfirmen hin und her geschickt wurden, und meistens hatte er dann auch recht mit seinen Behauptungen bzw. mit dem, was er erfahren hatte. Von daher können wir davon ausgehen, dass HTC heißt HTC U11. Ansonsten gibt es leider wenig Neuigkeiten zu dem HTC, denn außer dass es wohl auch ein 5,5 Zoll Display haben soll, gibt es noch keine Angaben zum Prozessor, zum Display, überhaupt nichts. Aber da bleibe ich auf jeden Fall auf dem Laufenden für euch, und da es den Newsflash ja wöchentlich gibt, gibt es vielleicht nächste Woche da schon wieder Neuigkeiten.
Hallo, ich komme noch mal näher. Einmal, um Danke zu sagen. Ich freue mich jedes Mal, wenn ihr die Videos schon klickt, nachdem die nur ein paar Minuten irgendwie online sind. Da freue ich mich. Das heißt, ihr habt hier unten auf Abonnieren gedrückt und dann vor allen Dingen nicht nur auf Abonnieren, sondern auch auf Benachrichtigen. Also ihr habt auch geklickt, ja, ich möchte benachrichtigt werden, wenn das Video online ist. Wenn ihr das macht, dann werdet ihr, wie gesagt, sofort informiert. Und wenn ihr übrigens interessiert seid, dass ich auch bei Facebook bin, ich habe einen Facebook-Auftritt mit Handy College, da benachrichtige ich auch zum Beispiel, dass das Video online ist und zwischendurch poste ich einfach auch mal Sachen, die ich nicht sofort in ein Video verarbeite. Also vielleicht interessiert euch das auch. Vielleicht interessiert euch das also auch, wollte ich sagen. Wenn ihr wissen wollt, wo ich überall so verlinkt bin hier mit dem Kanal, dann könnt ihr auch www.handycollege.de besuchen, weil da findet ihr wiederum alle Links auf alle Portale. Also www.handycollege.de. Zum Samsung 8 gibt es mehrere kleine Nachrichten. Und zwar ist es einmal so, dass das rote Display, also einige S8 haben wohl Probleme mit so einem kleinen Rotschimmer im Display, dass dieses rote Display wohl durch ein Update demnächst behoben werden soll. Zum Zweiten ist es so, dass Bixby wohl eine kleine Verbesserung erfahren hat. Aktuell ist Bixby in Deutschland ja leider noch überhaupt nicht wirklich nutzbar. Aber auch Bixby hat wohl ein Update bekommen, dass es ein paar mehr Funktionen für das S8 gibt. Und die Gesichtserkennung, also die Funktion, dass ihr das Handy per Gesichtserkennung freischalten könnt, soll wohl auch besser geworden sein. Denn da waren die letzten Rezessionen, dass es halt sehr schwer ist, wenn man gerade in dunklen Räumen oder in sehr hellen, sonnigen Orten das Handy entsperren möchte, dass das halt gar nicht gut möglich ist und dass es im Grunde nur zu 70% des Tages überhaupt funktioniert mit der Gesichtserkennung. Das hat wohl auch ein Update erfahren. Dann gibt es noch ein schlechtes Update, denn Samsung hat die Bixby-Taste auch nochmal abgedatet. Bis jetzt war es halt in Deutschland, wie gesagt, nicht möglich, Bixby wirklich über diese Taste zu starten. Beziehungsweise, ja, starten konnte man es, aber man konnte da nichts mit Bixby machen. Und deswegen gab es einige Apps oder wurden schon einige Apps programmiert, die diese Bixby-Taste mit anderen Funktionen belegen konnte. Dann konntet ihr so zum Beispiel belegen, dass Google Maps über diese Taste gestartet wird. Und das hat Samsung jetzt leider weggepatcht. Man kann also mit dieser Taste jetzt nur noch Bixby starten und keine anderen Funktionen. Ich hoffe, dass sich das nochmal ändert, weil im Grunde würde ich gerne bestimmen, was diese Taste auslöst. Aber Samsung hat sie wohl anscheinend echt nur für Bixby vorgesehen und will absolut verhindern, dass da andere Sachen gestartet werden und womöglich irgendwie die Echo-App oder irgendwas, dass man hinterher sein Amazon Echo damit starten kann mit der Taste. Das wäre natürlich ein Desaster. Von daher verstehen kann ich schon, warum die Erfinder da natürlich Wert drauf legen, aber es ist echt blöd. Also die Funktion ist jetzt wohl außer Funktion. Über das S8 habe ich in der letzten Woche übrigens noch etwas Interessantes gelesen, und zwar hat der IHS Zahlen veröffentlicht. Das ist die Information Handling Service. Die haben ausgerechnet, was die Produktion eines S8 wohl kosten würde. Da haben sich wohl Leute hingesetzt und ausgerechnet, was sie im EK für die Sachen zahlen würden und haben dann zusammengerechnet, was das S8 in der Produktion wohl kostet. Und da sind, ich lese es jetzt ab, 287,31 € bei rausgekommen. Wobei ich mich über die 31 Cent wundere. Ich habe das überschlagen und bin ehrlich gesagt auf 287,32 gekommen, aber wahrscheinlich habe ich irgendwo eine Rechenungenauigkeit gehabt. Auf jeden Fall hat man das wohl genau auf diese Kommastelle ausgerechnet. Fand ich ganz interessant, dass das Handy halt tatsächlich nur knapp 300 € in der Produktion kostet, aber im Verkauf 799 €. Das heißt, auf den ersten Blick, aber Vorsicht, nur auf den ersten Blick, hat Samsung einen Reingewinn von 500 € pro Gerät. Nun muss man natürlich bedenken, dass die Produktion des Gerätes, die Entwicklung, die Forschung für das nächste Gerät auch unheimlich viel Geld verschlingen und dass so Sachen dazwischen kommen, wie zum Beispiel das Note 7, dass man komplett auf eine Charge verzichten muss. Das heißt, Samsung hat natürlich mit diesen 500 € nicht nur Gewinn, sondern immense Kosten für Forschung, Entwicklung und auch Sicherheit, also Risikoabsicherung. Und da bleibt dann natürlich nicht mehr ganz so viel über. Aber trotzdem, das Gerät ist halt wirklich sehr günstig produziert. Wenn ihr also eure eigene Fabrik gründen wollt und euer eigenes Handy herstellen wollt, im Grunde müsst ihr gar nicht mehr ausgeben als knapp 300 € und ihr habt trotzdem das coolste Handy der Welt aktuell. Müsst ihr halt nur noch eine kleine Fabrik bauen für ein paar Milliarden Euro und schon könnt ihr euer eigenes Handy günstig produzieren.
Der Akku kostet übrigens 4,20 Euro und der Prozessor, also der der Flash und der Arbeitsspeicher, die kosten 33 Euro und ein paar zerquetschte. Mehr Einzelpreise hat der IHS leider nicht bekannt gegeben. Man kann sich also nicht das gesamte Handy komplett zusammenbauen, beziehungsweise es nicht genau kontrollieren. Aber ich fand es interessant, ungefähr 300 Euro kostet es, das S8 herzustellen. Zum Schluss habe ich noch ein paar Schlagzeilen für euch. Leider gibt es dafür im Moment noch zu wenig Informationen, aber ich möchte euch trotzdem nicht vorenthalten, die Themen, die ich quasi entdeckt habe. Und zwar hat Amazon verlauten lassen zum Beispiel, dass aktuell 10.000 Skills für den Amazon Echo auf dem Markt sind. 2.000 allerdings aktuell nur für den deutschen Markt. Das fand ich aber schon ganz interessant. Auf jeden Fall wächst da der Markt und ich bin schon gespannt, was da Neues kommt. Dann habe ich gelesen, dass Google 800 Millionen Dollar in eine Firma von LG investiert hat, und zwar in die Firma, die flexible Displays herstellt. Aktuell ist es so, dass Google bei Samsung die Displays bestellt und anscheinend wollen die sich da etwas freier von machen, von dem Monopol quasi, und haben deswegen jetzt in LG investiert. Da könnte also auf dem Markt auch noch einiges passieren. Dann hat Samsung verlauten lassen, dass das Project Wally eventuell doch noch dieses Jahr rauskommt. Project Wally ist der Codename quasi für das Klapphandy von Samsung. Es sollen zwar nur 2000 Geräte hergestellt werden, aber es kommt tatsächlich wohl wieder das erste Klapphandy von Samsung. Ich bin sehr gespannt und bin wirklich auch gespannt, ob das nur in Amerika erstmal vorgestellt wird oder womöglich in Korea nur. Ich hätte gerne so eins, um es auszuprobieren. Ich bin heiß auf ein Klapphandy. Das gebe ich zu. Und die letzte Nachricht ist etwas, was gar nicht das Handy betrifft aktuell, aber ich fand es halt super interessant, denn Google hat für den Browser eine Funktion vorgestellt. Da kann man in dem Browser ein Bild malen, zum Beispiel eine Sonne, und dahinter läuft eine künstliche Intelligenz, beziehungsweise parallel läuft eine künstliche Intelligenz, die sich quasi anschaut, was ihr da malt, und dann schlägt diese künstliche Intelligenz perfekt gemalte Bilder von dem vor, was ihr dort versucht zu malen. Wenn ihr also eine Sonne malt mit dem Kreis und ein paar Strichen, dann habt ihr dann anschließend oben eine Leiste mit lauter verschiedenen Sonnensymbolen, die halt perfekt gezeichnet sind, und auf die Weise könntet ihr halt Illustrationen dann viel einfacher machen. Google hat das Ding entwickelt, um zu zeigen, was eine künstliche Intelligenz im Moment schon alles kann, und es macht zumindest Spaß, das mal auszuprobieren. Den Link dazu habe ich euch hier unten in die Beschreibung mal gepackt, dann könnt ihr das selber mal ausprobieren. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. So ihr Lieben, das war's leider schon wieder. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall schon. Ich danke für die Aufmerksamkeit und eure Treue. Wie gesagt, www.handycollege.de, da könnt ihr auf jeden Fall mal draufschauen. Ich verlinke euch das hier, jetzt muss ich mal gucken, da oben verlinke ich euch das. Und schaut einfach mal drauf, dann verpasst ihr nichts mehr. Dann sehen wir uns vielleicht demnächst auch auf Facebook. Ich freue mich auf euch. Bis dann.